So, ich habe mir hier. Was ist was? Die Weltmeister nochmal geschnappt. Die Weltmeister in Masterduel. Die drei haben gewonnen mit ihren Decks. Und wir wollen natürlich wissen, was für Decks das sind und warum sie so gewählt worden sind, wie sie gewählt worden sind. Ich würde sagen, wir fangen mal bei dir an, Imran. Ja. Ja, erstmal, was hast du gespielt? Mein erstes Deck war Labyrinth, mein zweites Exorcister. Wir haben uns am Anfang für Labyrinth entschieden, weil wir es halt generell sehr stark gesehen haben. Es ist gegen jedes Deck, wenn es anfängt, eigentlich sehr gut. Und auch Second, ich habe mit vielen Handraps gespielt, das ist auch gut. Ja, wir brauchten ein zweites Deck, was die schlechten Matchups jedoch countert, wie zum Beispiel Tierlament oder Dragonlink. Und da dachten wir, dass Exorcist am besten ist, und das hat sich am Ende ausgezahlt. Okay, Joshi, was hast du gespielt? Ich habe hauptsächlich Naturia Runic gespielt, weil das Deck in Master Duel eigentlich gegen jedes Deck gewinnt, was nicht Tierlimit ist. Und vor allem auch gegen Max C relativ gut ist, weil du eigentlich gegen Max C meistens überhaupt keine Draws gibst und trotzdem mit einem relativ guten Feld abgeben kannst. Das Deck kann auch Going Second, selbst ohne Handtraps, gegen viele Decks auch das Feld komplett brechen einfach. Und als zweites, dadurch, dass Tierlimit ein relativ schlechtes Matchup ist, habe ich Dragonlink gehabt. Was dann einfach immer, ich habe Dragonlink nur gespielt, wer gegen den Tierlimit-Spieler im anderen Team oder gegen Branded. Weil da ist einfach Dragonlink stärker als Naturia Runic. Und hat auch meistens so funktioniert. Also gegen Tierlimit habe ich meistens gewonnen mit Dragonlink. Ich glaube nur einmal verloren. Aber den Großteil der Zeit habe ich Naturia Runic gespielt und ich glaube auch nur zweimal verloren, dreimal verloren von den ganzen Games. Ja. Okay, dann kommen wir noch zur dritten Person. Wir switchen mal eben kurz auf Englisch, weil er kommt aus den Niederlanden. Which deck do you play? My decks were Tierlaments and Skystriker, which may sound Spicy. interesting, but so Tierlaments we discussed and we feel is by far the best deck in the format, and that's why also all our decks are built around beating Tierlaments. And Tierlament I played against almost every deck, because it plays through almost all interrupts. The only bad kind of matchups were Exorcister and Stun, to which I then chose to switch to Skystriker, which we took a board breaker approach where we would go blind second and hit them with Regeki, Dark Hole, Lightning Storm, in order to even down their interrupts, because they were all vulnerable to it, and it was a better matchup than what Tierlaments would have. Okay, bevor wir nochmal eingehen, welche Strategie allgemein dahinter ist, es gibt eine besondere Regel. Und zwar, ihr dürft ja jede Karte nur auf die gesamten Decks aufsplitten, mit Ausnahme von drei Karten. Für welche Karte habt ihr euch entschieden? Also welche drei und warum natürlich? Es war eigentlich überhaupt keine Wahl. Die ersten zwei mussten eigentlich immer, also die erste musste immer Max C sein, weil Max C sein, ja. Und deswegen musste die zweite eigentlich Ashe sein, weil die erste bei jedem Max C ist und dann ist die zweite halt Ashe, weil Ashe allgemein gut ist und Max C countert. Ich glaube, das haben auch alle so gemacht. Die dritte war das, wo sich viele unterschieden haben. Wir haben Talents genommen. Wir hatten nicht das Gefühl, dass wir Called by the Grave brauchten als Shared-Karte, weil wir unsere Decks, wie ich gesagt habe, sowieso schon so gewählt hatten, dass wir Decks gespielt haben, die nicht so schlecht sind gegen Max C selber. Deswegen war es irgendwie Unsinn, dann Called by da noch reinzupacken, weil dein Deck ist eh schon okay gegen Max C und Called by ist Going Second meistens überhaupt nicht gut. Deswegen haben wir stattdessen Talents genommen, weil wir dann einfach ganz oft, Talents ist auch Second super, aber wenn du halt First gehst und der Gegner macht Max C, dann machst du halt eine Special Summon oder keine, dann machst du Talents, guckst dir seine Hand an, nimmst ihm die wichtigste Karte weg und dann ist es meistens trotzdem vollkommen in Ordnung. Ja, deswegen war es Talents dann. Wisst ihr, was die Gegner gespielt haben? Also was die drei Karten von anderen Teams waren? Nicht bei allen. Bei allen waren es Max C und Ashe und die war unterschiedlich. Wir hatten welche, die hatten Called by, das war so das, glaube ich, das häufigste. Super Poli. Super Poli war eine Möglichkeit, bei der ist aber dann das Problem, dass du halt die Fusionen auch nicht in so vielen Decks spielen kannst. Das war auch dasselbe. Wir hatten überlegt, Gamma zu nehmen, aber dann kannst du auch nur in drei Decks spielen, weil der Driver dann ja auch bei drei ist. Ja. Was aber auch gegangen wäre, theoretisch. Also, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Wir haben Talent, glaube ich, auch nur in drei Decks gespielt. Nee, wir hatten Talents in vier Ja. Decks. Aber ja, also, ja, aber dann das ein komisches, was ein Team hatte, das waren die im Halbfinale.
die hatten 11, Sprite 11 hatten die als Shared Card, weil die den viermal brauchten anscheinend in ihren Decks, aber das war ja, gut. Ja, ihr habt ja die entsprechenden Decks gehabt, ihr habt immer zwei gehabt. Wie oft habt ihr, wie was gesagt, ich weiß, teilweise wurde schon erzählt, aber einmal nochmal von jedem. Ich glaube, also ich wollte am Anfang mehr Labyrinth spielen, aber am Ende war es ungefähr 50-50. Ich habe wesentlich mehr Naturia gespielt. Also ich habe nur viermal Dragon League gespielt, glaube ich, oder fünfmal. Which deck do you play the most time? I played Tournament the most. I played Skarshek only twice. First was to check how good it was, and second time was because we think it was better than Tier for the certain deck they chose. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, ich blende die Decklist natürlich währenddessen nochmal ein, damit man sieht, was du gespielt hast. Könnt ihr jetzt sagen, weil ich sie noch nicht sehe, ihr seht sie hier im Video, habt ihr irgendwas bei den Decklisten besonders gespielt oder sagt ihr, das ist an sich eher so der Standardbild, den man machen kann für diese Deckthemen, oder sagt ihr, ihr habt noch ein paar spicy Stuff drin gehabt? Ich habe in meinem Labyrinth wahrscheinlich mehr Handcraft gespielt als üblich, aber es hat auch ein bisschen was mit dem Format zu tun und gegen welche Decks ich das Deck spielen wollte. Und mein Exo-Deck war eigentlich nur auf Tierlimit ausgerichtet. Ja, das Naturia-Deck ist, glaube ich, das Main-Deck ist relativ Standard. Da hat man gar nicht so viel Entscheidungsfreiraum, bis auf ein paar Synchros im Extra-Deck wie Trishula und Scarlight. Und mein Dragon Link war, bis auf Colossal Fighter im Extra-Deck, glaube ich, auch relativ Standard. Ja. And you have some spicy attacks in your deck, so... In Tierlimit, I mean, Grief is kind of standard now, so... played two for consistency. The rest of the Tierlimit deck is very standard. Further, Sky Striker was just Striker with 15 board breakers, so nothing really special. Okay, dann erstmal vielen Dank und zu guter Letzt natürlich gebe ich euch mal das Wort. Wollt ihr was Bestimmtes loswerden? Jemanden grüßen oder ähnliches? Fangen von links an. Wir können greet someone. Ich grüße meine Eltern und all meine Freunde, die zu Hause mitgeführt haben. Ich grüße auch meine Familie, meine Verlobte und alle, die von zu Hause angefeiert haben. Ja. And last words? Thanks for all, everyone who supported me in Farfacord and my family, friends. So, congratulations and good job.